Damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Hogwarts Legacy. Wir hatten ja unseren Duellenkampf, den ich so halbwegs gemeistert habe. Jetzt müssen wir aber mit Sebastian reden und genau das machen wir jetzt. Los geht's. Oh, der ist nicht weit weg, so wie es aussieht. Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Das wird bestimmt ganz gut enden. Ist er ganz unten im Foyer? Was? Wo wär's abgeraucht? Ist es gerade irgendein Stream abgebrochen? Ah, Zukunfts-YouTube. Ich stream das gerade zeitgleich. Nicht, dass ihr euch wundert. Ich bin gerade verwirrt. Lauf gerade irgendwas nicht mehr. Ich glaube, es läuft alles. Sieht bei mir alles okay aus. So, reden wir mal mit ihm. Sebastian, da bist du. Da bist du ja. Du hast mir eine Erklärung für den Vorfall in den drei Besen versprochen. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Bin mir nicht sicher. Ich habe ihn nie getroffen. Vielleicht verwechselt er mich mit jemandem. Wenn du meinst, ich will dir nicht auf den Pelz rücken, aber irgendwann musst du mir sagen, was los ist. Du könntest mich brauchen. Und warum hast du mich gesucht? Ich muss etwas für Professor Fig finden. Aber es ist in der verbotenen Abteilung. Kann er es nicht selbst holen? Er wurde im letzten Moment von Black wegbeordert. Ich könnte warten, bis ich wieder von ihm höre, aber... Du willst Initiative zeigen? Genau. Du sagtest, man müsse nur schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Was ist mit der Bibliothekarin? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Muss ich mir Sorgen wegen der Bibliothekarin machen? Madame Scribner toleriert keine Heimlichkeiten inmitten ihrer wertvollen Bücher. Also solltest du zusehen, dass du ihr aus dem Weg gehst. Sie und ich haben unsere eigene Geschichte, aber ich kann mich gegen sie behaupten. Du vielleicht nicht. Okay. Ja dann, bis heute Abend, danke, ne? Sebastian. Bis später dann. Ach, machen wir jetzt einen Zeitsprung, bis Abend ist. Ah, verbotene Zone. Rebellion. Ist aber schön, dass sich der Drache da bewegt. Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Das kriegen wir hin. Na los. Ein Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Sprich ihn und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich echt unsichtbar machen? So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Probier ihn doch mal. Okay, F-Leertaste. Okay. Alles klar. Nutze Desillusionierung, um verbotenen Bereich nicht entdeckt zu werden. Fortfahren. Wie konnte ich das jetzt nochmal ändern? Ich glaube, wir werden den Feuerzauber austauschen. Wir müssen ja jetzt nicht offensiv arbeiten. Ist dann hier runter, oder? Ja. Oh, da unten steht schon der Erste. Ganz leise. Nahe Gegner spüren Fragezeichen und untersuchen verdächtig Verhalten. Okay, wenn ich entdeckt werde, dann habe ich versagt. Ja, das ist irgendwo klar.
Wenn ich sie sehe, dann können das die Vertrauensschüler ebenfalls. Wie lange hält denn das? Hört das dann irgendwann auf? Geht das unendlich? Nee, oder? Kann ich da jetzt einfach zur Tür oder drehst du dich nochmal um? Na? Okay, das war ja einfach. Mist, die Bibliothekarin ist noch da. Schnell hinters Regal. Okay. Mist. Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtisches. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Wofür brauchen wir den Schlüssel? Wofür brauchen wir den Schlüssel? Gibt es dafür keinen Zauberspruch? Alle Humore? So kam ich sonst rein. Aber die Bibliothekarin hat es mitbekommen. Sie hat das Schloss mit einem Anti-Alohomora-Zauber belegt. Also geht nur der Schlüssel. Aber keine Sorge. Ich sagte ja, ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Ja, dann. Ich geh jetzt einfach mal hin, ne? Der Schlüssel. Hier ist er. Ist da jemand? Sind Sie das, Peeves? Ich war's nicht. Oh, ich würde mich so gern umsehen. Muss ich... Ach, da hinten hin. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Ja, vielen Dank, Statue. Also irgendwie ist es zu einfach. Das war doch gar nicht so schwer. Jetzt nee, muss ich das Buch finden. Ich hab das irgendwie anders in Erinnerung. Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Das sollte man generell nicht, aber okay. Nutze den Basiszauber, während du dich versteckst, um aus Autoritätspersonen und Gegner dorthin zu locken, wohin du sie haben möchtest. Der Zielmodus freit... ja, okay. Also Leute, ablenken. Geist, sei vorsichtig. Wie jetzt? Ah! I see... Aber trotzdem einfach. Die Luft ist jetzt rein. Du musst nicht mehr herumschleichen. Ach, bitte. Also, wonach suchst du eigentlich? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Weil bei Merlin alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Gibt es im Krankenflügel nichts, das Anne helfen kann? Was? Nein, ist das? Wir haben alles probiert, von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das, was du suchst. Und das wäre was, genau? Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Okay, erstmal umschauen. Ah, das ist wie so ein Museum hier. Und potenziell alles hier drin ist einfach gefährlich. Na, Truhe? No! Aber immerhin 500? Oh, du arme Truhe. Geheimnisse der dunkelsten Künste. Beeindruckend. Ja, lieber nicht aufmachen.
Wir haben gelernt, dass es nicht gut endet. Adelio. Hm? Nee. Okay, dann gehen wir eins weiter. Ich kann dich anvisieren. Kommt hier doch ein Gegner? Truhe, was ist Wirbelbraun? Na fuck. Sebastian Cello und seine neue kleine Klette erkunden Orte, an denen sie nicht sein sollten. Ungezogen und bald aufgeflogen. Nee, bitte nicht. Das verrate ich, das verrate ich, das verrate ich. Na fuck. Ah, verfluchter Peeves. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Das mit dem Trauen ist eine gute Frage. Ich vertraue ihm erstmal. Warte, ich will nicht, dass du meinetwegen Ärger kriegst. Ich habe ein gutes Händchen mit den Lehrkräften, wenn es um Strafen geht. Außerdem, ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Na gut, wo ist der verdammte Poltergeist hin? Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere. Ja, Reparo. Da ist er. Ich setze das mal auf die 2. Repar. Mehr Geld, immer gut. Soll ich hier unsichtbar werden oder eher nicht? Das erinnert mich an den einen Raum mit dem Spiegel. Shit, wie hat dieser Spiegel denn geheißen? Woher der hingegangen ist und dann seine Eltern gesehen hat. Der hat den Namen. Redaktion! Weiß es gerade jemand? Würde ich gerne mal schreiben. Natürlich. Spuren alter Magie. Dieser Raum muss doch etwas verbergen. Das war's. Soll ich da wirklich durchgehen? Okay. Was der Spiegel der Hegeb ab. Was? Der Heger. Der Hegeb, so. Ja, ich glaube, das war ja so, dass du ja das gesehen hast, was du dir am meisten gewünscht hast. Oder am meisten ersehnst. Irgendwie so. Und das sah ja jeder was anderes. Truhe. Wir haben neue Ausrüstung. Wisst ihr was? Ich werde mal schauen, ob ich die ausrüsten kann. Weil ich glaube, wir müssen bald kämpfen. Nee, Ausrüstung. Outfit. Schön. Auch da was Neues. 12. Okay. Zaubergriffe. Macht keinen großen Unterschied. Und Kopfbekleidung. 7 Verteidigung. Okay. Was sehr genau? Das ist da dein tiefsten Herzenswunsch. Oh, vielen Dank an die Redaktion. Also ist der Spiegel der Hege. Inventar. Was gibt's denn da so Neues? Das kann man uns ansehen.
gut. Dann gehen wir mal da rein. Wo führt sie wohl hin? Das sieht nicht sehr einladend aus. Ich glaube, ich sollte meine Kampfzauber vorbereiten. Komm ich darüber? Revelio. Ich muss die Rune dort drüben erwecken. Was? Wo? Oh. Ach, die da vorne meinst du? Ach, hier. Ah, okay. Jo, Kampfzauber. Hätte ich gerne mal das da und Vioso. Ja. Ja, war ja klar. Das war ja klar. Das sind Wachen. Vioso. Akio. Vioso. Fuck. Holy shit. Das hat gezündet. Protego. Klasse. Was deine Beherrschung der alten Magie nimmt zu, wenn du erfolgreich angreifst oder Schaden nimmst. Erfolgreiche Kombos aus 10 oder mehr Treffen erzeugen alte Magieverstärker. Sammel sie auf, um deine alte Magieanzeige zu füllen. Okay. Wenn mindestens eine Leiste deiner alten Magieanzeige voll ist, kannst du verheerende Angriffe alter Magie entfesseln, die massiven Schaden zufügen und Schildzauber brechen. Tippe X an, wenn du die Aufforderung über den Kopf eines Gegners siehst. Ja, das habe ich gerade vorher gesehen. Das war das also. So, wie kann ich jetzt noch meinen Heiltrank nehmen? Revelio. Nee, ich will wissen, wie ich einen Trank nehmen kann. Kann ich mal ganz kurz in die Steuerung nachschauen? Aufträge, Einstellungen. Einstellungen. Anzeige, Grafiken, Audio, Spiel. Steuerung. Tastatur? Wer dann wo? Das hilft mir jetzt gerade nicht sehr viel. Warte mal, gehen, vorwärts, rückwärts, Schub, absteigen, interagieren, was ist aber heil? Ach, mit G. Okay. Ach nö. Na, kommt's her? Oh, krass. Idioto. Okay. Das ging jetzt schneller als erwartet. Wie komme ich darüber? Revelio. Was? Komm, war noch an der Kante. Ja, und die anderen Seiten? Okay, soll wohl noch nicht sein. Wow! Ach, und so geht's dann da hinten auf? Nö. Okay. Hier scheint es weiterzugehen, aber wohin? Und vor allem alles unter Hogwarts.
Das ist auch was rechts. Na? Fast geschafft. Ich sollte einen kühlen Kopf bewahren. Kommt da trotzdem nicht rüber. Aber eine Truhe. Zwei sogar. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das, glaube ich, werde ich verlieren. Das wird schlimm werden. Okay, Geronimo, los geht's. Na, wer ist der Erste? Ach, die da hinten. Und die nächsten zwei. Kommt her. Incendio. Signoso. Accio. Fuck. Nein! Nein! Es ist so gut gelaufen! Okay, Gott sei Dank. Oh, das war jetzt mehr Glück. Und ich brauche mehr Tränke. Außer wenn ich dann wieder draußen bin, glaube ich, werden wir Tränke kaufen. Du bist ja nur noch vier. Es ist also doch ein Buch. Warum wird vermutlich irgendwas total Schlimmes passieren, wenn ich es anfasse?
Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isidora Morganock. Willkommen. Professor Rookwood? Professor Bakar? Ich hörte, Sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Das freut mich, wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der 5. Klasse einzusteigen. Wie es der Zufall will, fing auch ich als Fünftklässler in Hogwarts an. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morganock, gestern nach dem Unterricht befragten Sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die Sie vor all den Jahren sahen, als wir Ihr Dorf besuchten. Ich habe Sie alle sofort erkannt. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, ich habe Sie gesehen. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber Sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival, Professor Rackham, kann Sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin verwirrt, was sind Sie? Geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also Spuren alter Magie sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morganock. Bevor ich Sie in dieser Magie unterweise, müssen Sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Daher müssen wir Sie bitten, niemandem zu erzählen, was Sie heute erfahren haben. Also dazu habe ich jetzt Fragen. Sofern jetzt nicht gerade wieder eine Cutscene kommt. Ich meine, der Gegenbusse gewesen. Okay, danach. Sebastian. In der verbotenen Abteilung. Schon wieder. Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns. Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht. Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Und abgesehen davon teilte mir Peeves mit, dass Sie heute Abend nicht allein waren. Wenn Sie jemand genötigt hat, dann sagen Sie es mir. Sie sind doch klug. Vergeuden Sie das nicht. Da war keiner. Ich kam allein. Oh, Sebastian. Was wird nur Ihr Onkel sagen? Er hält also die Stange. Immer ganz kurz in das Menü hier rein. Also bezüglich dem vorher, was wir da gerade gesehen haben, ne? Da war ja irgendwie alles verdörrt und dem Kind ging es ja nicht gut. Waren das Smuggler und konnten sich mit der Magie da nicht selber helfen? Oder war das jetzt irgendwie so verzaubert, dass wir mit normaler Magie nicht weiterkommen sind? Und sind wir auch Muggel gewesen und sind jetzt in der 5. Klasse reinkommen? Sind wie Sie jetzt da? Also Regie, gerne eure Meinung dazu, zu dem, was wir da jetzt gerade gesehen haben. Finde ich gerade ein bisschen fragwürdig. Okay, machen wir uns mal unsichtbar. Wo ist der Ausgang? Wo sind jetzt alle weg? Ich glaube, wir können wieder ganz normal laufen. Vielen lieben Dank für den Follow. Komm, geh durch. Lad schneller.
Ja, es ist auch so dirigiert, noch keine Meinung zu dem, was wir gesehen haben. Sehr, da waren wir wieder bei seinem Büro. Vielleicht bringt er ein bisschen Licht ins Dunkel. Okay. Ach so. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Kobolde und Rookwood? Das ergibt keinen Sinn. Das ist, gelinde gesagt, ziemlich ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Es ist unvorstellbar. Es... Ah, Fig. Sie haben Besuch. Mal sehen, was ich herausfinde. Sir, ich konnte die verbotene Abteilung durchsuchen, als Sie bei Professor Black waren. Es war tatsächlich ein Buch, das wir brauchten. Was? Das... Halt. Sie haben sich Zugang zur verbotenen Abteilung verschafft? Wie das? Ach ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Ja, gut. Eigentlich war das Buch unter der verbotenen Abteilung, wie auf der Karte zu sehen. Ich will alles hören, aber schauen wir erstmal. Oh. Oh nein. Einige Seiten scheinen zu fehlen. Jemand muss das Buch vor uns gefunden haben. Nun, ich werde die Überreste dennoch untersuchen. Vielleicht finde ich etwas Nützliches, auch wenn es dauern wird. Ich frage mich, warum es hier war, unter Hogwarts. Ich glaube, ich weiß es, Sir. Ich habe bei dem Buch noch zwei Erinnerungen gesehen. Noch ein Denkarium? Bei Godrics Herz. Der Mann, den wir sahen, Percival Rackham, war ein Professor. In der ersten Erinnerung haben er und drei andere Professoren mit alter Magie ein Dorf nach einer Dürre wiederhergestellt. Miriam hatte recht. Und die zweite Erinnerung? Sie sprachen mit einer Schülerin, die im fünften Jahr begonnen hat, wie ich. Sie konnte auch magische Spuren sehen. Warum diese Erinnerung? Vielleicht erklärt das Buch mehr. Jetzt muss ich es mit nach London nehmen. Der Schulleiter bestand darauf, dass ich direkt mit dem Minister über George Tod spreche. Verstehe. In der Zwischenzeit sehe ich mich nach den verschwundenen Seiten um. Gut. Vernachlässigen Sie die Schule nicht. Sie machen Fortschritte mit dem Zauberstab. Aber in Kräuterkunde und Zaubertränke sollten Sie gut aufpassen, denn Magie ist mehr als nur Zaubern. Auch ohne Sie wird mir nicht langweilig. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, was Sie bei meiner Rückkehr erreicht haben werden. Oh, und vernachlässigen Sie Ihre Freunde nicht. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie auch von Ihnen lernen können. Ja, das glaube ich. So, und was ich jetzt gerne machen würde, ist, nach Hogsmeade zu gehen. Wenn es denn geht. Und ich würde so gerne diesen Bahnhof sehen. Gehen wir mal hier hin. Reisen, dankeschön. Ich möchte sehen, wo Harry Potter gekommen ist. Mit dem schönen Dampfzug. Bevor wir jetzt da die nächste Mission annehmen. Please stand by. Manchmal führen alle Wege. Lower Hogsfield. Ich möchte mit dir über Rookwood und Harlow sprechen. Und außerhalb des Schlosses wäre das wohl am besten. Oh, ich bin gerade zufälligerweise außerhalb des Schlosses. Geld. Was ist hier? Die Professorin Fig und Weasley möchten, dass ich Ihnen noch einen Verteidigungszauber beibringe. Erledigen Sie bitte meine Aufgaben und kommen Sie anschließend zu mir in mein Klassenzimmer. Ja, gleich. Ich möchte jetzt nicht dahin. F warten. Warte hier, um deine... Was? Escape? Nein. Ich will hier weg. Weltkarte. Es ist ja noch ein riesiges Gebiet hier. Also,
Wie viele Stunden nehme ich jetzt hier schon auf? 4, 5? Und wir waren jetzt in den 2 Gebieten hier erstmal? Okay. Ist ja krass. Ja, okay. Ich will den Bahnhof sehen. So, ich sehe gerade was in der Regie. Mal ganz kurz gucken. Nur bei den alten Muggels sind, muss es das Kidney sein, wie bei Hermine oder auch umgekehrt. Nur weil die Eltern Zauberer sind, kann das Kind auch nichts mit Magie zu tun haben. Das ist ein sehr guter Punkt. Da hast du recht. Oh, Katze. So. Bahnhof. Wo müssen wir hin? Direkt hinter uns. Alles klar. Also in die Richtung? Mal kurz schauen. Ja, so halbwegs. Und ab hier? So ungefähr in die Richtung, in die ich schaue. Also da lang. Da ist Ollivanders. Ich glaube, das ist der Ausgang. So, da. Hogsmeade Station. Das will ich jetzt sehen. Moment. Was hat er jetzt gerade? So ein komisches Geräusch gemacht. Okay. Hogwarts. Da lagen. Oh, wow. Ah, das sieht schon bombastisch aus, ne? Krass. So, aber ich will die Eisenbahnstation sehen. Was? Station Avonshire Brookborough. Ich vermute mal da oben. Hogsmeade Station! Nice! Da ist er. Der Bahnhof. Sehr nice. Okay, ja, so eine typische englische Station. Ich meine, die Gebäude sind ein bisschen wackelig. Aber hier kommt der Hogwarts-Zug an. Oh, das wäre jetzt so cool, wenn der Zug hier einfahren würde. Und dahin? Da hinten bewegt sich ein Luftballon? Okay, was gibt's da hinten zu tun? Ich hoffe, wir sehen den Zug irgendwann nochmal. Ich schwöre, ich werde Ihre Zeit nicht verschwenden. Ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit. Also gut, was hast du da? Warum bewegt sie sich? Was? Die Tasche, also? Sie zappelt. Was ist da drin? Doch keine Ahnung. Nein, es ist ein Niffler. Oh, kein was soll Niffler. Ich mit einem Niffler? Er ist gewieft. Er hat mich bestohlen. Ein Niffler hat dich bestohlen? Damit will ich sagen, süß. Er ist ein Naturtalent, ist sein Gewicht in Gallionen wert. Na dann los, zeig ihn mir. Ich wenn muss du meine wohl. Zeit verschwendest. Au! Ich würde niemals ihre dir. Zeit. Er hat mich gekratzt. Komm zu mir. Meine Ratte ist tot. Wenn ich deine Ratte erwische, ist sie tot. Bist du tot? Und jetzt raus. Ich schwöre. Ich. Amateur. Oh, süß. Okay, wir müssen irgendwo weiter nach da hinten. War ich da drüber? Nee. Wir müssen irgendwie hinter diese Wand. So, was haben wir denn hier? Guten Tag. Hallo. Haben Sie etwas zu verkaufen? Allerdings. Aber was macht ein Schüler hier draußen? Haben Sie sich verlaufen? Es ist ein Bahnhof mit einem richtig geilen Zug, wenn er denn da wäre. Das ist mein Grund. Ich erkunde gern.
Ich erkunde nur etwas die Umgebung. Ja, es ist gut, ab und zu etwas zu unternehmen. Auch mir ist Wanderlust nicht unbekannt. Leopold Babcock der Name. Und ja, ich verkaufe Waren. Nun, für eine wanderlustige Person wie Sie ist es natürlich ungemein wichtig, immer einen Mega-Power-Trank zur Hand zu haben. Ohne einen guten Vorrat würde ich keinen Fuß in den verbotenen Wald setzen. Na, was sagen Sie? Eine kleine Sicherheitsmaßnahme für Ihren weiteren Weg? Ich denke drüber nach. Vielen Dank für die Hilfe, Mr. Babcock. Gut. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas finden. Ja, ich würde mir gerne die Bauern ansehen, aber so Powertrank ist für mich immer gut, nachdem ich ja so wahnsinniges Talent habe im Kämpfen. Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Ach so, Kampfwerkzeuge, chinesisches Kaukohl, Edurus-Trank. Der kostet 100 Steine. Okay, kauf mal. Komm, kaufen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Das ist so voll. Das ist. Nee. Das war mir ein Vergnügen. Dieser Sound, ey. Rollercoaster Tycoon lässt grüßen. Das ist aber noch so ein Fragezeichen. Das heißt, kann ich hier. Oxbeat Station. Kann ich hier reingehen? Aber es wäre genau hier. Ja, vielleicht kommt es später. Oh, ich will Zug fahren. So, da hinten war noch dieser komische Ballon da. Den will ich mir jetzt mal ganz kurz geben. Du musst? Ach so, die da hinten. Was schwebt da hinten? Da kann ich was abbauen. Bitte einmal einsammeln. Wow, eine Münze. Moment, geht es mehrmals? Oh, okay. Jo, okay. Ich dachte, ich kann da irgendwie drauf gehen. Aber ja, okay. Wo komme ich jetzt wieder rein? Ach, eh wieder hier. Gut, dann weiß ich schon mal, was das da hinten ist. Also, Kati. Was hättest denn du gern von mir? Was haben wir hier? Moment. Kannst du das nochmal zeigen? Das Mädchen aus Ouagadougou. Nettie O'Neill hat mich gebeten, sie in einem Dorf namens Lower Hogsfield zu treffen, südlich von Hogwarts. Ich sollte sehen, was sie möchte. Ja, dann machen wir das doch mal. Okay, das ist ziemlich weit zu gehen. Macht es Sinn, dass ich den großen Umweg hier gehe? Ja, vermutlich schon, weil dann kriege ich schnell Reisepunkte. Na dann, spielen wir mal Zug, ne? Schade, dass wir so einen Besen noch nicht haben. Aber das wird vermutlich noch kommen. Einfach mal so auf der Brücke? Okay. Da auch? Alles klar. Was? Dort war ein Zettel mit dem Infos zum Bahnhof. Oh, da mal zurück. Das will ich sehen. Wo war der Zettel, liebe Regie?
Zettel mit Infos, Zettel mit Infos. Reveal. Ja, mit der sehe ich nix. Was denn da Zettel? Das Einzige, was Hogsmeade fehlt, ist ein Quidditch-Team. Ah! Ah, dieser Bahnhof steht seit Anfang des 19. Jahrhunderts hier, als die Zauberministerin Ottilien Gamble eine Dampflokomotive aufwarf, um Schüler nach Hogwarts zu befördern. Der Bahnhof stand in Hogsmeade praktisch über Nacht, kurz nach der Ankunft des Zuges. Bei der Operation wurden viele Vergessenszauber auf Muggelarbeiter angewandt und der größte Massentarnungszauber, der je in Großbritannien durchgeführt wurde. Oh, okay. Macht doch irgendwo Sinn. So, machen wir doch ein bisschen Schnellreise. Hogwarts, hast du da Karte von Hogwarts? Es gibt keinen Punkt, der wirklich schneller wäre. Ja, okay. Dann tun wir doch laufen. Jetzt hätte ich gern ein Besen. Und meine Katzen nerven schon. Ich glaube, man hat sie schon ein, zwei Mal gehört. Die hätten gern was zu füttern. Ein Tiersymbol da unten. Und eine Höhle, so wie es aussieht. So kannst du von Hogwarts direkt darauf hinlaufen. Ja, aber von der Distanz her macht es keinen viel Unterschied, ob ich jetzt von hier laufe oder von da laufe. So kriege ich vielleicht ein paar Punkte. Also Reisepunkte. Das sind rote Gegner. Dass ich da nicht runter soll. Was ist denn da unten? Ein Steg. Okay. Oh. So, weiter geht's. Okay, beides war irgendwie ein Fest mit den ganzen Ballonen da. Okay, klang gerade wie ein Feuerzauber. Oh. Was macht's ihr denn da? Ich muss da weg. Oder bisschen einmal darüber. Incendio. Akio. Protego. Okay. Andere Spinne, komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Wo bist du? Incendio. Akio. Okay. Du bist noch widerlich. 8 Spinnen. Ja, ganz dezent. Ich hasse Spinnen. So, schnell weiter hier.
Ach, das sind ja doch noch Personen. Bin ich... Was zum... Okay. Ich glaube, ich gehe mal den Weg hier entlang. Da, wo die Herrschaften hier rumlaufen. Vielleicht ist halbwegs sicher. Wobei, da kommt der nächste Gegner. Das ist wieder so eine Spinne. Oh, no. Das ist jemand anderes. Die sieht doch niedlich. Tal von Hogwarts. Ich kann einen Schnellreisepunkt. Kurz auf die Karte schauen. Ist eigentlich da einmal querfeldein. Wir gehen querfeldein. Oh, da oben. Schnellreisepunkt. Das klang jetzt auch nicht so gesund. So, wo ist der Schnellreisepunkt? Im Haus drin. Yes! Dann hat sich das schon mal rentiert. Oh, und schwimmen ist auch eine Option. Okay. Was? Blutegelsaft? Und was ist das? Ach so, das war das von vorhin. Okay. Alles mitnehmen. Ja, das kann ich nicht ansammeln. Nicht sterben. Hätte nie gedacht, dass Renrocks Anhänger so weit gehen. Okay. Verzeihung, ist alles in Ordnung? Wohl kaum. Ich habe mein Geschäft und beinahe mein Leben verloren. Sehen Sie sich woanders um. Ich habe nichts mehr zu verkaufen. Ich hätte nie gedacht, dass das passiert. Sehen Sie sich vor. Renrock und seine Anhänger verschonen niemanden. Sie griffen an? Renrock hat keine Geduld für Kobolde, die ihm nicht folgen. Zwar möchte ich auch eine Gleichbehandlung der Kobolde erreichen, doch ist Gewalt niemals die Lösung. Als ich ihnen das sagte, wandten sie sich gegen mich, schlugen mich fast bewusstlos, nahmen meine Karren, mein Hab und Gut, selbst das Allerwertvollste, meine Bilder. Haben Renrocks Leute schon einmal angegriffen? Sie haben mich nun eine ganze Zeit verspottet und bedroht. Aber sie haben schon immer geglaubt, nur mit Gewalt ihre Ziele zu erreichen. In letzter Zeit wurde es immer ungemütlicher. Renrock wird immer mächtiger und seine Anhänger wissen es auch. Sie fühlen sich unbezwingbar. Renrock dachte, alle Kobolde würden ihm bereitwillig folgen. Doch er lag falsch. Viele von uns möchten die Streitereien mit den Zauberern diplomatisch beilegen. Sie sagten, dass Ihre Bilder gestohlen wurden. Sind Sie Maler? Ganz recht. Das ist meine Berufung. Auch wenn sie zu einem Kobold schlecht zu passen scheint. Die meisten in meiner Familie arbeiten mit Metall oder für Gringotts. Ich verwette meinen besten Pinsel, dass Renrocks Leute kein Verständnis für meine Werke haben und sie bei erster Gelegenheit verbrennen. Wer weiß, wann ich ohne meine Karren und meinen Lebensunterhalt wieder malen kann. Okay, außer seinen Wagen finden. Leid. Ich werde mich auf jeden Fall nach den Karren umsehen. Das ist sehr nett von Ihnen, aber ich glaube, Sie haben sie in Ihr Lager im Südwesten hinter den Ruinen gebracht. Da ist es zu gefährlich, um sie zurückzuholen. Ich habe die Karren allerdings verzaubert, zu mir zurückzukehren, falls ich sie verliere. So unwahrscheinlich es sein mag,
hoffe ich doch, dass mein Hab und Gut den Weg zu mir zurückfindet. Es war schön, Sie kennenzulernen. Wäre es nur unter besseren Umständen gewesen. Nutzt du den Zauber nicht? Rebellion. Und was sind jetzt die ganzen... Nice. Wo hat's hier noch mehr? Okay. Was? Satzgrüner Hut. Wer hier wohl wohnt? Ich kann mich stets darauf verlassen, dass mein Patron mich beschützt. Wir können da noch nicht rein. Schade. Aber da hätt's einiges zum Looten. Schnellreisepunkt. Sehr gut. Und wieder so ein Sack. Nach dem, was Renrock dem Koboldbankier bei Gringotts angetan hat, sollte mich das mit Ahn nicht überraschen. Es tut so gut, dich zu sehen. Okay, ja dann, schieß mal los. Hallo, Nati. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Ich war dort und ich habe das mit Rookwood und Harlow in den drei Besen gesehen. Ich war besorgt um dich. Bei mir ist alles in Ordnung. Warum haben sie nach dir gesucht, wenn ich fragen darf? Machen wir mal das. Sie wollen etwas, das Professor Fig und ich in Gringotts gefunden haben. Wann warst du denn bei Gringotts? Kurz vor unserer Ankunft in Hogwarts. Darum kam ich auch zu spät zur Einführungsfeier. Ein Portschlüssel brachte uns hin, nach dem Drachenangriff. Was in aller Welt? Da ist noch was. Und es ist etwas seltsam. Professor Fig sagt, ich habe eine seltene Verbindung zu einer mächtigen Form alter Magie. Aber was bedeutet das? Ich lerne noch. Aber ich kann Spuren davon sehen und habe Magie gewirkt, die ich nicht erklären kann. Ich weiß, das ist eine Menge. Das stimmt. Und ich werde noch mehr Fragen haben. Im Moment steht fest, Rookwood und Harlow sind eine Bedrohung für uns beide. Für uns alle. Deshalb wollte ich mit dir sprechen. Alle reden nur noch darüber, wie du Hogsmeade bei dem Trollangriff verteidigt hast. Und ich werde nie vergessen, wie sich Serona in den drei Besen gegen Rookwood und Harlow behauptet hat. Ihr beide habt mich inspiriert, selbst Stellung zu beziehen. Wie meinst du das? Wegen Männern wie Rookwood und Harlow verließen meine Mutter und ich das Matabeleland. Ich sehe nicht einfach zu, wie sie mein neues Zuhause zerstören. Rookwood und Harlow sind so schon ein gefährliches Duo. Außerdem ist Rookwood noch mit Ranrock im Bunde. Angeblich wurden sie zusammen in Hogsmeade gesehen. Noch ein Grund mehr, sie dringend zu stoppen. Es wird gemunkelt, dass Theophilus Harlow sich um Rookwoods Geschäfte kümmert. Ihn zu stürzen, würde Rookwoods gesamte Organisation lahmlegen. Mag sein. Aber sollte sich nicht Officer Singer um Harlow kümmern? Ich habe sie gesprochen. Sie war nett, wollte aber selbstverständlich keine Details mit einer Schülerin besprechen. Ich habe gehört, wie einige von Rookwoods Leuten über eine von Harlow geplante Wildereiaktion sprachen. Das könnten wir doch genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht finden wir die Beweise, die Officer Singer braucht. Okay. Nur wie? Ich werde weiter meine Augen und Ohren offen halten und herausfinden, was genau Harlow vorhat. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Und denk immer daran, ich bin hier, wenn du mich brauchst. Danke, Nati. Sei auf der Hut. Na, immer doch. Mit dem Chaoslöwen. Ihr Handschuh ist ja wohl nicht recht. Sie wagen es, mir zu drohen. Was geht hier vor sich? Oh, was? Das wollte ich jetzt auch gerade wissen. Wer droht hier wem? Oh, das sieht nach Kampf aus. Ich weiß nicht, wen ich gesehen haben soll. Ich war mit meiner Forschung beschäftigt. Ich habe keine Zeit für... Victor Rookwood schert sich kein Stück um ihre Zeit. Oi! Wenn man vom Teufel spricht. Mr. Rookwood würde sich gerne unterhalten. Von der Schule? Das kann doch nicht... Jetzt reicht's dir. Lasst sie in Ruhe. Stupid. Ja. Hast du dein Testament geschrieben? Lumos. In Fenster. Moment. Okay, das muss ich erstmal schnell austauschen. Kann ich mir da nicht Sets machen von dem Ganzen? Das, glaube ich, schaue ich mir gleich nochmal an, aber ich bleibe erstmal bei dem. Nice.
Jetzt hat gezwirbelt. Ach nö. Echt jetzt? Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Oh mein Gott, ich will diese Uniform haben. Was, im Bereich Sammel? Ja, das wäre jetzt egal. Nein! Nein, komm! Du hast keinen. Nice! War das alle? Was in aller Welt ist gerade passiert? So, ja, keine Ahnung. Nie angegriffen. Und das so nah an Hogwarts. Erzähl du mir, was jetzt da gerade abgegangen ist. Alles in Ordnung? Ja, vor allem auch dank ihrer exzellenten Verteidigungskünste. Warum nur wollten zwei Erschwinderinnen mich erledigen, um an sie zu gelangen? Erschwinderinnen? Victor Rookwoods Diebe und Erpresser, seine Handlanger. Sie schienen an ihnen interessiert zu sein. Das ist eine lange Geschichte, aber danke für die Hilfe. Nun, für den Moment sind sie los. Priya hat mich gewarnt, dass sie gefährlich werden. Dann sollte ich lieber weiterforschen, bevor sie wiederkommen. Sie erwähnten jemanden namens Priya? Ja, meine Frau. Sie weckte mein Interesse für Merlin, schenkte mir ein Buch, als wir noch in Hogwarts waren. Klassische Hufflepuff, geniale Trankmeisterin, hat einen Laden in der Nocturngasse. Sie ist eine reisende Händlerin. Sie weiß immer, was im Hochland vor sich geht. Sie sind Forscherin? Nora Treadwell. Zu ihren Diensten. Historikerin, Archäologin und Spezialistin für das Leben und Werk Merlins. Ich dachte, Merlin, Artus und die Tafelrunde wären nichts als Märchen. Mythos? Seien Sie froh, dass Sir Cadogan Sie nicht hören kann. Er erzählt in seinem Bild in Hogwarts ständig von seinem guten Verhältnis zu Merlin. Merlin war Schüler in Hogwarts. Und ich untersuche seltsame Objekte, die er vor Jahrhunderten hinterlassen hat. Objekte? Diese rankenbedeckten Säulen, Dutzende von ihnen. Sie stehen überall. Ich nenne sie die Prüfungen Merlins. Ich vermute, er hat sie als Ablenkung für seine Kameraden in Slytherin erschaffen. Er war ein großer Liebhaber von Rätseln. Ich weiß nicht, ob ein paar alte Säulen eine Untersuchung wert sind. Ich halte alles, was Merlin anbelangt, für erforschenswert. Sie werden schon noch sehen. Bisher weiß niemand genau, wie sie funktionieren. Aber ich glaube, ich habe einen wichtigen Hinweis entschlüsselt. Malvenkraut scheint mir eine wichtige Komponente zu sein, um die Prüfungen auszulösen. Malvenkraut? Ein vielseitiges Kraut. Merlin erwähnt es mehrfach in seinen Schriften. Ich wollte gerade meine Theorie ausprobieren, als ich so jäh unterbrochen wurde. Jede Wirbelmitte in Merlins Schrift ziert ein anderes Symbol. Das hat mich ins Grübeln gebracht. Was, wenn... Das Malvenkraut in der Mitte der Symbole platziert werden soll. Genau. Würden Sie mir die Ehre erweisen? Dann sehen wir, ob unsere Theorie hält, was sie verspricht. Ich habe eine Kiste mit Malvenkraut mitgebracht. Die ist dort drüben, bei meinem Zelt. Das, liebe Leute, machen wir aber in der nächsten Episode. Und mal schauen, wie es dann weitergeht. Ich wünsche Spaß, wenn es euch gefallen hat. Lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und natürlich euer Feedback in den Kommentaren. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.